Dann mache ich hier. Es läuft. Ich denke, wir sind live. Wir werden Vertrauen haben. Hallo alle zusammen. Hallo. An einem für manche sehr heißen Sonntagabend, also bei Anita. Mit Anita sagt mal Hallo zu allen, die zuschauen. Winke. Sie ist in der Schweiz und es ist heiß, wie bei mir in Frankfurt. Und die liebe Saskia ist in Lettland, wo es scheinbar heute 15 Grad gehabt hat. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe so geschwitzt heute. Aber wir schwitzen durch die Lesung, es macht gar nichts. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 20 Tage, 20 Lesungen. Und wir lesen nach wie vor aus einem ganz neuen Buch, das erst am 1. Juli erscheint, mit dem Titel Und dann war es leicht. Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt von 20 wunderbaren Frauen, die erzählen von einer Zeit in ihrem Leben, wo es viel schwerer war und was sie gesehen haben, was sie in die Leichtigkeit gebracht hat. Und wir machen das alles, damit die Leser und Leserinnen ab dem 1. Juli für sich neue Einsichten gewinnen, neue Erkenntnisse, die ihr Leben wesentlich leichter macht. Es ist eine leichte Erfahrung von Leben, definitiv möglich. Und diesen Mut und Hoffnung wollen wir mit dem Buch machen. Heute werde ich in der Co-Moderatorenrolle von der lieben Saskia Sevita-Schulte, unser Book-Coach, begleitet. Saskia, was gibt's von dir zu erzählen? Oh, ich bin ein bisschen verliebt in das Buch. Das merkt man. So schöne Geschichten. Ich freue mich auch heute auf Anitas Geschichte. Und was daran so schön ist, ist, dass es so unterschiedliche Menschen sind und so unterschiedliche Geschichten. Und alle haben gemeinsam, dass es Hoffnung gibt, dass sich wirklich das Leben zum Leichteren, zum Besseren wenden kann, ohne dass man irgendwie besonders begabt ist oder sonst würde es bei mir ja auch nicht gehen. Oder dass man irgendwie besonders schlau ist oder besondere Kenntnisse oder ganz besonders hart gearbeitet hat oder so, sondern dass wir das natürlicherweise können, dass wir uns verändern. Ups. Ja. Und ja, es ist so schön, das nachzuvollziehen, weil da immer wieder was in uns anklingt. 20 Mal klingt da was in einem an, was wir irgendwie kennen, aber vielleicht nicht so ganz benennen können. Und wir haben 20 Mal versucht, es irgendwie zu beschreiben, irgendwie da das wieder ja, entstehen zu lassen. Und ja, es ist so schön, das zu lesen. Ich habe auch ein paar Tränchen verdrückt zwischendurch. Und ja, ich glaube, heute werden vor allem die Eltern ganz, ganz viel mitnehmen. Bei Anitas Text. Ja. Das glaube ich auch, Saskia. Ja, also ich habe mir überlegt, wo ich hingehen wollte, ein bisschen so mit Anita. Und zwar, mir kam Obwalden. Und zwar, wir haben drei Autorinnen, die aus dieser Gegend der Schweiz kommen. Und ich habe gedacht, ich frage dich, Anita, was ist das Besondere an Obwalden? Wie sind die Menschen dort? Das möchte ich wissen, weil alle reden von Obwalden, gerade wenn man in Leas Kreisen unterwegs ist. Genau. Lea fehlt ja heute und sie ist eben eine ursprüngliche Obwaldnerin auch. Ich bin eigentlich keine Obwaldnerin. Ich lebe einfach seit 22 Jahren hier. Ich bin im Nachbarkanton in Uri aufgewachsen. Aber die Leute hier und die Gegend ist offen und doch auch gebirgig. Also ich wohne in Giswil, das ist am oberen Ende des Saarmersees. Der See in der Nähe ist etwas Wunderbares und die Berge eben auch in der Nähe zu haben, das gefällt mir sehr. Und doch nicht so eingeengt zu sein, weil Berge nicht auf beiden Seiten gerade so hoch gehen. Und halt auch die Nähe zur Stadt. Die Leute hier, ja, die sind sehr offen, würde ich sagen. Offen für vieles, aber auch auf dem Boden nicht abgehoben. Und wahrscheinlich gefällt es mir eben auch deswegen. Mm. So gut hier, ja.
Sehr schön, Anita. Also wir grüßen heute Abend all die Obwaldner, die zuschauen und zuhören. Das könnten jede Menge sein oder in den nächsten Tagen. Und wir steigen direkt jetzt einfach in die Lesung rein. Also Anita, wir machen folgenden Ablauf. Die Saskia wird deine offizielle Bio vorlesen. Dann werden wir dich ein wenig fragen zu deiner persönlichen Motivation zu mitschreiben. Und dann ist es deine Bühne für deine Lesung. Und ja, es geht los. Ja, ich möchte euch gerne die Anita Schrackmann vorstellen. Sie ist Primarlehrerin, Mutter von zwei Jungs im Teenageralter. Und sie erfreut sich am Frühling, an den Blumen im eigenen Garten und der Farbe Lindengrün. Sie mag es, als transformativer Coach mit ihren Kunden eine gelassenere Version des Lebens zu entdecken. Und wenn sie sich nicht gerade in der Natur bewegt, liegt sie im Liegestuhl und schmökert dicke Krimis aus dem Norden. Genau. Passt gerade. Du bist im Norden im Moment. Gut, danke Saskia und Celia. Dann beginne ich. Meine Geschichte heißt Mehr Gelassenheit im Leben vor Sorgen ade. Und ich werde euch den ersten Teil vorlesen und dann gegen den Schluss den Anfang des letzten Teils. Ich hatte viele Sorgen in meinem Leben, von denen die meisten nie passiert sind. Mark Twain. Bevor ich über das Verständnis der drei Prinzipien gestolpert bin, fühlte ich in regelmäßigem Abstand eine Enge in mir. Ich war gefangen in meinen Vorstellungen, gefangen in meiner Gedankenwelt. Als Managerin meiner selbst und meiner Familie, ich habe zwei Jungs, die nun im Teenageralter sind, war ich oft im Vorsorgemodus. Was ist, wenn sich unsere Jungs im Umgang mit anderen Kindern nicht so verhalten, wie ich dies für sie wünsche und so weiter? Kaum gedacht und schon hatte ich eine dunkle Vorstellung davon, dass sie alleine ohne Freunde durchs Leben gehen müssten. Dies ist natürlich überspitzt formuliert, aber die Not in solchen Gedankenstürmen war real für mich. Oft machte ich mir Sorgen über ihren Medienkonsum. So begann ich schon, als sie sehr klein waren, den Fernsehkonsum in einem für die Kinder sichtbaren Wochenplan zu regeln. Dahinter standen meine Unsicherheit und mein Glauben an den für mich damals wahren Gewohnheitsgedanken, dass zu viel Fernsehen absolut schädlich für die Kinder sei. Ich handelte zwar aus bester Absicht, aber ich ließ mich vom Kopf leiten, statt in jeder Situation aufs Neue zu schauen, was jetzt gerade anstehend und passend ist. Vor lauter Denken, Planen und Analysieren verpasste ich es, im Moment zu leben und das Jetzt zu erleben. Lief etwas nicht nach Plan, warf mich dies aus meinem Konzept und hatte zur Folge, dass ich meinen Gedanken glaubte, die mir sagten, ich sei eine schlechte Mutter. Unsere Jungs stellten mich immer wieder auf die Probe. Je älter sie wurden, umso mehr rebellierten sie gegen die engen Regeln, welche ich eigentlich in liebevoller Absicht aufgestellt hatte. Ich machte mir viele Gedanken darum, dass ich verantwortlich sei für ihre spätere Lebenstauglichkeit, für ihr Glück und ihren Erfolg. Zu viel Fernsehkonsum, zu viel Zeit mit Computerspielen, zu wenig gesundes Essen, zu wenig frische Luft. Ach, all dies würde sie ins Verderben führen. Aus jetziger Sicht hört und fühlt sich dies total merkwürdig an. Ich glaubte zu jener Zeit jedoch zu 100% meinen Gedanken, meinen Vorstellungen und Glaubenssätzen. Es ging so weit, dass mich diese strengen Regeln selber beengten.
Immer dann, wenn der Druck groß und größer wurde, fielen mir zum Beispiel beim Auftischen oder beim Ausräumen der Spülmaschine die Tassen und Teller herunter. Das war jedes Mal eine klare Botschaft für mich. Anita, schalte einen Gang zurück. Heute nenne ich dies einen Liebesbrief an mich. Nie jedoch kam ich darauf, dass ich mir aus meinen Gedanken heraus genau diese Situationen selber erschuf. Hätte ich früher von den drei Prinzipien erfahren, wären mir ein paar unliebsame Erfahrungen erspart geblieben. Doch genau diese gehören nun einmal zu meinem Leben. Umso dankbarer bin ich, dass ich vor 2 Jahren auf die drei Prinzipien gestoßen bin und seither für mich viele neue, lebensverändernde Erkenntnisse haben konnte. Mein Leben jetzt ist geprägt von Vertrauen. Vertrauen darin, dass alle Menschen um mich herum sich so entfalten werden, wie es für sie vorgesehen ist. Ich habe damit nichts zu tun. Es gibt an ihnen nichts zu flicken, nichts zu reparieren, zu medikamentieren oder herumzubessern. Es ist alles da. Alles perfekt angelegt. Meine Kinder in Liebe begleiten, das ist die einzige Aufgabe, die ich als Mutter übernehmen darf. Ich habe kein Recht, über meine Kinder zu bestimmen, ihre Zeit zu verplanen oder ihnen einen bestimmten Weg aufzuzwingen. So, den mittleren Teil, Kopf und Gedanken, den lasse ich weg, den kann man dann eben im Buch nachlesen. Und ich switche jetzt zum Anfang des Schlussteils. Das Leben ist bereits perfekt. Mein Leben jetzt fühlt sich sehr viel leichter an als früher. Ich spüre Freiheit in mir. Gehe entspannter durch den Alltag. Ich sehe das Leben als Spielfeld mit vielen Möglichkeiten und wenig einengendem Ernst. Ich erfreue mich an mehr Kleinigkeiten. Dies im Wissen, dass ich mir die Freude und das Glück nicht im Außen holen brauche. Es ist in mir drin. Ich habe ein besseres Gespür dafür, ob ich im Gedankensturm bin und aus diesem Gefühl heraus handeln möchte. Dann weiß ich nämlich mit Sicherheit, Hände weg. Im Moment ist nichts zu tun. Der Sturm muss sich erst beruhigen. Erst dann ist ein nächster Schritt angesagt. Und ich darf immer wieder erfahren, dass dies wirklich stimmt. Es ist wahr. Jeder von uns kann dies entdecken und erfahren. Vorsorgen habe ich von meinem wiederkehrenden Tagesplan gestrichen. Wenn meine Gedanken in die Richtung des Vorsorgens rennen wollen, merke ich immer schneller, dass mir dies nicht dienlich ist. Ich muss ihnen nicht folgen. So schön. Ja, das ist so viel Ruhe drin, so viel Entspanntheit. Und während du gesprochen hast, Anita, ich habe mir vorgestellt, wie viel leichter und lustiger deine Beziehungen wohl gewesen sein mögen zu deinen Kindern jetzt. Ohne all diese strenge, gut gemeinten Regeln. Ja. Das ist so. Ja. Anita, was hat dich bewogen, dabei zu sein und mitzumachen bei diesem Buch? Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, ich habe eben auch das wie ein Spielfeld angeschaut. Also Saskia hat uns ja da so gut hingeführt an diesen 6, 7 Schreibanlässen und Schreibabenden. Und das ist einfach sehr lustvoll passiert. Und ich glaube, an einem dieser ersten Schreibabende hast du gesagt, versuch das alles wie einen Entwurf geschehen zu lassen. Macht einen Entwurf vom Entwurf und dann wieder am Entwurf weiterarbeiten. Und ich glaube, das hat mir wahrscheinlich auch die Leichtigkeit gegeben, das wirklich einfach mal auszuprobieren. Ich hatte noch nicht das Ziel im Kopf und ich wusste nicht, ob ich irgendwann mal diesen Text veröffentlichen will oder eben auch nicht. Aber es war so, der Prozess war das Schöne und nicht auf das Endprodukt hin fokussiert zu sein, sondern zu schauen, ja, was steht an, was ist, was kommt. Und dann war es eben sehr lustvoll und es hat sich gar nie die Frage gestellt, das nicht zu tun. Und vor allem, ich bin ja auch, und das habe ich ja dann im mittleren Teil meiner Geschichte eigentlich, ist das dann nachzulesen, ich bin auch über Geschichten zu den drei Prinzipien gekommen, als du und Lea, als ihr mein geheimes Leben gestreamt habt über eine Woche. Das hat mich so gepackt und da habe ich was für mich gehört. Und ich glaube, das ist auch das, was wir wollen, dass wir uns in die Welt tragen können und eben auch im deutschsprachigen Raum, ja, bekannt machen können. Ja. Sehr schön. Also, das Buch erscheint am 1. Juli. Dann darf man den gesamten Kapitel von Anitas Text lesen. Und morgen Abend geht's weiter mit einer weiteren wunderbaren Person. Ich habe es nachgeschaut. Ich weiß nicht mehr, wer ist morgen dran. Weißt du es, Saskia? Nee. Es wird eine wunderbare Lesung morgen Abend sein. Eine Überraschungslesung. Kommt einfach vorbei und schaut. Genau. Also jeden Tag um 20 Uhr bis 20 Minuten. Morgen Abend wieder. Wir freuen uns auf euch. Vielleicht ist mein Gedächtnis durch die Hitze gestört. Womöglich. Das ist möglich. Vielen herzlichen Dank, Anita, für deinen wunderbaren Beitrag und für deine Lesung heute Abend. Es war ein Genuss. Und ja, grüß auch an deine Familie, die oben versuchen zuzuhören. Mal schauen, ob es ihnen gelungen ist. Und auch Danke, Arne. dir, Saskia, schönen Abend. All diejenigen, die zugehört haben. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.